Heute Abend gibt es einen Vortrag, naja, der hört sich so ein bisschen anders an, nicht wahr? Die teletransportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen. Und das soll überhaupt gar keinen Sinn machen. Wenigstens noch nicht. Aber vielleicht später. Eins können wir erkennen, hier haben wir einen strahlenden Prinz. Er strahlt ja auf dem ganzen Gesicht. Selten, dass man ein Bild von ihm bekommt, wo er so strahlt. Und das ist von seiner eigenen Homepage, The Prince of Wales. Aber was das andere bedeutet, das werden wir wohl noch sehen. Jetzt vielleicht nur so ein kleines Vorspiel. Einige Personen werden sehr nervös, wenn sich etwas anhört nach Verschwörungstheorien. Dann werden sie sehr nervös, denn das ist nicht nachvollziehbar, glauben einige von ihnen. Die Bibel sagt, dass da ein bestimmtes Verhältnis sein wird zwischen dem Tier aus dem Wasser und dem Tier aus der Erde. Ist das richtig? Also da wird ein Verhältnis sein und sie werden zusammenarbeiten und der eine wird für den anderen das tun, was den ersten befördert. Das sagt die Bibel. Also sie werden zusammenarbeiten, ob Menschen das haben wollen oder nicht, denn das ist biblisch. Ist das korrekt? Dann sagt die Bibel auch, die Könige der Erde werden ihre Macht dem Tier geben. Ist das auch richtig? Also irgendwann müssen sie sich zusammensetzen, um solche Entschlüsse zu fassen. Und wenn die dann noch im Geheimen stattfinden, dann ist das eine Verschwörung, ob wir das haben wollen oder nicht. Richtig? Es kommt darauf an, wie man diese Verschwörung versucht zu erklären. Wenn es von der Seite der Geheimgremien kommt, naja, dann werden alle sehr nervös. Aber was, wenn die Geschichte noch interessanter ist als die Geheimnisse der Geheimgremien? Wäre das nicht was Tolles? Was, wenn die Geschichte das Gleiche erzählt? Naja, heute Abend werden wir sehen, dass Geschichte viel interessanter ist, als die meisten Menschen glauben. Und vielleicht sogar so verschwörend, dass man es kaum noch aushält. Also wer sind diese transportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen? Well, die Webpages in der Welt sind voll über diese Dinge. Und wenn man so eine Suche auf dem World Wide Web macht und man tippt mal rein, Prinz Charles, Antichrist, dann wird man staunen, was da erscheint. Bum, 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 bum. Hunderte Webpages, die erzählen von Prinz Charles als den Antichristen. Naja, ich glaube natürlich nicht, dass er der Antichrist ist, denn das ist nicht biblisch. Aber wir schauen uns mal eine an, wo das vielleicht so angedeutet wird. Geflügelter Prinz ist Retter der Welt. London, der Prinz von Wales soll als muskulärer, geflügelter Gott und nur mit einem Leinentuch bekleidet in Bronze verewigt werden. Er wird das erste Mitglied der Königsfamilie mit einer lebensgroßen Statur zu seinen Ehren sein. Obwohl der Prinz zum Verteidiger des Glaubens berufen ist, sobald er König von England geworden ist, soll die Inschrift der Statue in Brasilien ihn als Retter der Welt ehren. Interessant. Und so meinen einige, dass er der kommende Antichrist ist. Und so soll diese Statue da aussehen. Und worum ging es denn eigentlich und wieso in Brasilien? Ja, das ging natürlich über die Erderwärmung und alle diese Dinge. Er ist sehr ökologisch engagiert und hatte eine große Rolle zu spielen in dieser ganzen wissenschaftlichen Sicht
dass die Welt auf dem Rande des Abgrunds steht. Aber wir wissen natürlich, wenn wir unsere Bibel studiert haben, dass er unmöglich der Antichrist sein kann. Denn die Bibel hat diese Rolle dieser Macht übergeben, nämlich dem kleinen Horn in Kapitel 7 in Daniel. Und die Reformation hat ja ganz eindeutig gesagt, wer das ist. Und das war biblisch fundiert und da hatten wir auch einen ganzen Vortrag darüber, um mal ganz sicher zu sein, dass wir hier nicht fehl am Platz sind, denn da wollen wir ja keine Fehler machen. Aber wir stehen nicht alleine, wir haben die ganze Reformation beiseiten. Das Papsttum hat diesen Titel nach der biblischen Erklärung absolut auf sich genommen. Also das ist, was die Reformation lehrte. Und alles andere, was in der Welt so vor sich geht, muss in dieses prophetische Bild hineinpassen. Sonst ist es fehl am Platz. Also es gibt viele Antichristen. Und wenn man sucht, wer ist der Antichrist, dann gibt es viele Homepages und Webpages, dann ist der Antichrist und dann der und wer weiß ich, wer alles der Antichrist ist. Aber die Bibel hat nur einen. Gut, welche Rolle spielen denn dieser Prinz und vielleicht auch andere Prinzen? Das ist die Homepage hier von International Business Leaders Forum. Die weltweiten Spuren der IBLLF, Internationales Forum für wirtschaftliche Führungskräfte. Wir wurden gegründet vom Prince of Wales. Das ist also eine offizielle Organisation unter dem Flügel des Prinzen von Wales und sind eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die momentan von über 100 weltweit führenden Unternehmen unterstützt wird. Und da ist so eine Karte, wir können sie noch ein bisschen ergrößern. Und jeder Punkt stellt ein Land vor, wo diese Organisation tätig ist in der Welt. Naja, Europa ist vollkommen besetzt, wie wir sehen. Sogar Russland, Afrika, wir auch hier unten, Australien, Südamerika, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada, die ganze Welt ist unter diesem Deckmantel. Und hier ist eine Bewegung, um die Wirtschaft zu integrieren in die staatlichen Affären der verschiedenen Nationen der Welt. Und das soll führen zu einer globalen Integrierung, also eine Weltordnung. Viele werden auch nervös, wenn sie das Wort neue Weltordnung hören und dann sagen sie auch Verschwörungstheorien. Aber es sind ja die Präsidenten der Welt, die diesen Ausdruck gebrauchen und nicht Laien. Also muss man schon hören, auf was diese Leute sagen. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Also muss da doch eine neue Ordnung kommen, ja oder nein? Ist doch biblisch, ist doch logisch, ob man jetzt nervös wird oder nicht, man muss es eben aushalten. Das internationale Forum der Wirtschaftsführer des Prinzen von Wales, Grundtreffen war 1990 in Charleston und Titel Wirtschaftsinteressen und die Herausforderung des globalen Marktes. Über 100 Geschäftsführer großer multinationaler Organisationen nahmen teil. Und was ist das Ziel von dieser Bewegung? Naja, ist die kontinuierliche Verbesserung guter Bürgerschaft. Und hier haben wir ein Wort, was auch im Titel ist, nämlich nachhaltiger Entwicklung von Unternehmen weltweit als natürlicher Bestandteil erfolgreicher Unternehmungsführung. Also der Prinz bestrebt sich danach,
nachhaltige Entwicklung in der ganzen Welt zu fördern. Er ist also ein nachhaltiger Prinz. Es geht um Zusammenarbeit mit den eigenen Mitgliedern und auch Partnern. Jetzt, das ist interessant, wir müssen das gut durchstudieren. Und dann wird dir erklärt, zeigen, dass den Unternehmen als Entwicklungspartnern besonders bei wirtschaftlichem Wandel für das Wohlergehen lokaler Gemeinden einer wesentlichen und kreativen Rolle zufällt. Das ist Joan Vernon, sie schreibt ein Buch, Prince Charles, The Sustainable Prince. Ein ausgezeichnetes Buch. Sie ist eine Christin, sie ist auch eine Journalistin und hat mit all diesen großen Männern zu tun gehabt, auch bei der Rio-Konferenz und der Kairo-Konferenz und so weiter. Und sie schreibt etliche Bücher über dieses Thema. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit unternehmerischer Verantwortung und der internationalen Geschäftspraxis schärfen. Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, jetzt müsst ihr gut aufpassen, Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Gemeinden fördern, also die ganze Gemeinschaft muss inkorporiert werden in diesem Bund, als effektives Mittel zur Umsetzung nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung. Das Wirtschaftsforum operiert in 26 Ländern, vor allem vormaligen kommunistischen und Entwicklungsländern, aber seitdem ist es natürlich jetzt eine weltweite Organisation. Gut, jetzt kommen wir mal wieder zum Faschismus. Was ist Faschismus? Durch öffentliche, private Partnerschaft verschiebt sich das Kräfteverhältnis vom Volk zu dem Partner mit dem meisten Geld. Ist die Macht bei den größten Portemonnaies, den Unternehmen, angekommen, dann sind wir im Faschismus gelandet, schreibt John Vernon. Die Herrschaft größerer oder großer, neu konzipierter Regierung und großer Unternehmung. Notwendige Schritte: die Bundesregierung verkleinern, damit sie in eine zukünftige Weltregierung hineinpasst. Privatisierung öffentlicher Dienste durch die Regierung, durch öffentliche Privatpartnerschaft. Das sind interessante Dinge. Jetzt der Begriff Faschismus. Kommt vom Lateinisch fasces, das haben wir schon besprochen, wo wir einen Rutenbündel mit einer Axt als Symbol haben. Staatlicher Macht, das kommt von dem alten Rom. Faszinierend. Wo der Konsul hergetragen wurde, er stand dann auf dem Kapitol und wenn er akzeptiert wurde, haben sie sich vor ihm niedergebeugt, ihn quasi angebetet. Und dann hat er die Faschia aufgerichtet auf dem Kapitol. Haben wir ein anderes Land, wo es auch ein Kapitolgebäude gibt? Nur so nebenbei. Gut, Mussolini zum Beispiel wurde primär von Geschäftsgruppen und Personen wie Cornelius van der Bilt finanziert. Gut, haben wir heute Regierungen, die auch mit Geschäftsgruppen seit sehr kurzer Zeit sehr eng zusammenarbeiten, ja oder nein? Passiert das, dass Regierungsgeld in Geschäftsgruppen investiert wird, um sie aufrechtzuerhalten, ja oder nein? Gut, also wir haben eine Integrierung von Regierung mit der Ökonomie, mit den Geschäften, die arbeiten für das Gut der Bevölkerung, der Gemeinschaft, der Gemeinden. Und pro Definition ist das Faschismus. Das ist, was es ist. So, während des Zweiten Weltkrieges waren die faschistischen regierten Länder Italien, Deutschland, Japan miteinander verbündet. Dieselben Länder sind heute Mitglieder der G7. G7-Länder, also die stärksten ökonomischen Mächte auf Erden. Bill Clinton, als er seine
Antrittsrede hielt in 1997, gebrauchte das Wort nachhaltig, aber in einem anderen Sinn. Wenn wir reden von nachhaltiger Entwicklung, dann heißt das, dass das kontrolliert werden muss, um zu sehen, ob das auch wirklich nachhaltig ist. Versteht ihr das? Das heißt, wenn wir irgendetwas machen wollen, dann muss das erst kontrolliert werden und ein Stempel vom Staat bekommen, damit das überhaupt erlaubt wird. Und somit können wir das Wort nachhaltig ersetzen mit Kontrolle. Und je nachhaltiger etwas sein muss, je mehr muss es überprüft werden, je mehr wird man kontrolliert von oben. Und dann darf man nicht mehr anstellen, wen man will. Man darf nicht mehr einen rausschmeißen, der nicht arbeitet. Man darf nicht die Grundstoffe gebrauchen auf diese Art oder auf jene Art, sondern nur, wie es gesagt wird. Bill Clintons Rede war, wir brauchen neues Verantwortungsbewusstsein für ein neues Jahrhundert mit einer neuen Vision von Regierung. Was ist denn verkehrt mit der alten gewesen? Neuen Verantwortungsbewusstsein, neuem Gemeinschaftsgefühl, wir müssen integriert werden, wird Amerikas Reise von Dauer nachhaltig sein. Nachhaltig. Die Verheißungen, die wir in einem neuen Land suchen, werden wir in einem Land neuer Verheißungen wiederentdecken. Meine Güte, das ist aber ein Mund voll. Alles ist neu. Das heißt, das Alte in den Müll. Wir brauchen das Alte nicht. Die Sowjetverfassung 1977, im Interesse gegenwärtiger und zukünftiger Generationen, unternimmt die UdSSR die nötigen Schritte, das Land, seine Mineral- und Wasserressourcen sowie die Pflanzen, die Tierwelt zu schützen und wissenschaftlich rational zu nutzen, um die Reinheit von Luft und Wasser zu erhalten, das Nachwachsen des natürlichen Reichtums sicherzustellen und die Umwelt des Menschen zu verbessern. Bumm. Fantastisch. 1977. Habt ihr mal gesehen, wie das aussah, als die Mauer fiel endgültig an der anderen Seite? War das alles so wunderbar geschützt, ja oder nein? Hilf mir hier. Nein, das war nicht so wunderbar geschützt. Das war verschmutzt. Aber waren die Menschen absolut kontrolliert, ja oder nein? Ah. Nur eine Frage. In der Zusammenfassung des Buches Business as Partners in Development, Creating Wealth for Countries, Companies, Communities, schreibt der Autor. In den meisten Fällen wird nicht mehr über extreme Alternativen diskutiert, Kommunismus oder Kapitalismus, freier Markt oder staatliche Lenkung, Demokratie oder Diktatur, sondern über das gemeinsame Gut. Hören wir diese Worte mehr und mehr in den Medien, ja oder nein? Und wer muss immer geschützt werden? Es ist der Arme muss geschützt werden. Der Arme muss geschützt werden. Ja, die Armen hat man lange Zeit nicht geschützt. Und wenn es nach Afrika kommt, wo sie so geschützt werden müssen, da sterben sie jetzt wie die Fliegen, die armen Menschen, und werden vertrieben und sitzen in Hütten und was weiß ich und werden verjagt aus ihren Ländern. Aber das ist, was jetzt in der Welt passiert. Geht es hier wirklich um, was hier gesagt wird, oder geht es um Kontrolle? The Knights of Columbus, das ist die politische Organisation, die sich dafür einsetzt, dass die Regierungsform in Amerika katholisch bedingt wird. Das ist eine römisch-katholische Organisation. Und Bush hat eine Mega-Ansprache bei ihnen gehalten, aber das ist in einem vorigen Vortrag.
Da ist ihr Symbol, Knights of Columbus. Ja, was ist denn das, was da in der Mitte steckt? Wiederum Fasciae. Fasciae. Rom betrachtet das faschistische System als seinen Dogmen und Interessen am nächsten stehend. Nicht nur der jesuitische Pater Coughlin hat Mussolinis Italien als christliche Demokratie gelobt, sondern auch Civilta Catholica. Das ist das Mundstück, das offizielle Mundstück der Jesuiten. Das Hausorgan der Jesuiten räumt unumwunden ein: Faschismus ist die Regierungsform, die den Konzepten der römischen Kirche am meisten entspricht. Fertig. Zitat. Ich kann nichts dafür, ich habe es nicht entworfen. Wie steht's denn jetzt mit dem Prinz von Wales und Religion? Geschichtlich ist der König auch der Verteidiger des Glaubens. Denn die Könige der Welt sind das Schwert des Papsttums gewesen. Ständig, auch in den Rittertagen von früher und im Mittelalter und die Kreuzzüge. Die Könige mussten das Schwert bringen, um für das Papsttum zu wirken. Der Prinz von Wales und Religion mit dem Christentum ist da jetzt unglücklich. Warum? Laut seinem Biografen tastete er sich in das Gebiet heran, das darin aktive Erforschung des Übernatürlichen oder der Parapsychologie nennen. Also er ist interessiert in Parapsychologie, redet auch mit den Verstorbenen angeblich, so wie Mountbatten zum Beispiel, in spiritistischem Verhältnis. Also die Gegner nennen das okkulte Spielchen, aber das moderne Wort ist Parapsychologie. Mitte der 70er Jahre hat er mit dem südafrikanischen Schreiber Lawrence van der Post zusammengearbeitet und der wurde sein spiritueller Berater. So, Südafrikaner haben auch eine Rolle in der Welt zu spielen. So, er half ihm, um diese Seelenwelt zu entdecken, von der die äußere Welt abhängt. Und Charles beschäftigt sich auch mit Buddhismus und Hinduismus und wir können auch noch dazu fügen, Islam. Und er möchte jetzt, das ist natürlich jetzt auch notwendig, im Rahmen der Oikumene, wo alle Gottesdienste und alle Religionen zusammenkommen, eher der Verteidiger Glaubens zu sein, eher als den Glauben. Seine späteren Überzeugungen, was er bald über alternative Medizin, Architektur und Umwelt sagen sollte, erwuchsen aus einem spirituellen Empfinden für das Mystische in der Menschheit, schreibt Joan Verne in ihr Buch. Sie sagt auch, er war stark von James Lovelock beeinflusst. Wer war denn das? Der die Gaia-Hypothese formulierte. In der Gaia-Hypothese wird die Welt und die Erde zu einer Gottheit angehoben. So, ein Erdanbetungsgefühl oder Produkt ist das. Eine andere Möglichkeit, Holismus, ganzheitlich zu verstehen, ist sich bewusst zu machen, dass der erste Mose pervertiert und ins Gegenteil verkehrt. Und das haben wir ja auch schon gesehen. Charles glaubt, die Umwelt sei der Schlüssel für eine neue Gesellschaft. Aber ist die Umwelt jetzt wirklich das Problem oder ist es ein Mittel, ein bestimmtes Problem zu lösen? Das ist eine interessante Frage. Also die BBC News sagt, wir haben einen ganz modernen Prinzen. Und er möchte dem heutigen England dienen, wenn er König wird. Nicht nur als Verteidiger des Glaubens, aber alle Religionen möchte er unter seinem Flügel nehmen. Und so ist er, wenn es zu den Buddhisten kommt, sehr buddhistisch und wenn es zu dem Islam kommt, sehr islamitisch und wenn es zum Papsttum kommt, sehr katholisch und so weiter. Wie gesagt, Architektur ist für ihn sehr interessant, natürlich nachhaltige Architektur, gibt viel Geld aus,
auf diese Dinge. Verteidiger des Glaubens möchte er lieber sein, Verteidiger von Glauben. Und somit passt das in den neuen ökumenischen Rahmen hinein. Gut, wo stehen diese Leutchen? Und was geht eigentlich hinter den Kulissen vor sich? Jetzt muss ich in die Geschichte hineinsteigen. Und ich war so fasziniert, als ich dieses alles entdeckte. Das ist absolut erstaunlich. Und so wollen wir Großbritannien betrachten und fragen, sind die beiden, Rom, der Vatikan und Großbritannien, sind sie im Wettstreit? Sind sie gegeneinander oder sind sie füreinander? Wie steht es denn da hinter den Kulissen? John Vance schreibt, dass das die einzigsten zwei Leute in der Welt mit gleichem Status, Macht und Position sind der Papst und die Queen, die Königin. Natürlich stimme ich nicht mit ihr überein diesbezüglich, denn die Bibel sagt, das kleine Horn ist größer als die anderen. Sagt die Bibel das? Ja, also können wir nicht alles glauben, was da geschrieben steht, aber die Einsichten, die diese Leute haben, sind manchmal sonderlich. Der päpstliche Stuhl wird von dem weltältesten Nachschlagewerk über Adel, dem Gotha, als älteste Monarchie der Welt eingeordnet. Der Papst ist der älteste Monarch auf dieser Erde. Und der zweitälteste ist wer? Der König von Britannien. Der zweitältigste ist England. Nur einige, so wie Dänemark, würden vielleicht protestieren, aber sie protestieren schon weniger. Allgemein anerkannt, wenn sogar der Gotha das sagt, dann muss es wohl so sein. Das ist die zweitälteste Monarchie der Welt. Der Papst ist Oberhaupt einer Weltreligion und Herrscher eines anerkannten Staates des Vatikan. Und die Queen stammt aus der zweitältesten Monarchie der Welt, ist Haupt der anglikanischen Kirche. Interessant. Und Herrscherin Großbritanniens, denn ihr Titel belegen, dass Armee, Marine und Luftwaffe des Vereinigten Königreichs ihr unterstellt wird. Sie sind tatsächlich die königliche Armee. His Majesty's Army. Oh, Her Majesty's Army, Luftwaffe, Geheimdienst, alles hat His Majesty's HMS vor sich. Also alles ist ihr unterstellt. Ist es wirklich? Müssen wir fragen. Und dazu haben wir die Geschichte nötig. Jetzt ist es keine Verschwörung, jetzt ist es rein Geschichte. Und Geschichte ist mehr interessant als eine Verschwörung. Faszinierend. Wir gehen ganz weit zurück in die Geschichte, und zwar zum Henry II., König von England, 1154 bis 1189. Lang vor dem da eine Reformation ist, ganz weit zurück. Hier ist ein König, das Land ist, welche Religion? Das ganze Land ist katholisch, denn ganz Europa ist katholisch. Hier ist ein katholischer König und er regiert in England. Und wer ist es, der ihm sagt, was er tun soll, und er regt sich darüber auf? Der Papst. Gut, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu der jetzigen Zeit oder näher an die jetzige Zeit. Und zwar 2005 stirbt dieser Papst und England trauert über den Papst Johannes Paulus II. Und BBC News erinnert sich an den ersten päpstlichen Besuch an Großbritannien in der Geschichte der Menschheit. Das ist schon was Tolles. Und zwar dieser Besuch fand statt in 1982 in England.
Am Nachmittag versammelte sich eine Menge, das ist jetzt BBC, das hier schon die schreiben, von 80.000 Menschen zur Messe im Wembley Stadium, was als erstes Freiluftspektakel des Papstes angekündigt worden war. Sie sangen: Er hat die ganze Welt in seiner Hand. He has the whole world in his hand. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Ist das Zufall, dass sie das singen? Wenn ein päpstlicher Besuch stattfindet, ist nichts Zufall. Jedes Wort auf die Goldwaage, jede Aktion auf die Goldwaage. Und klatschen, als er in seinem Papstmobil ankam. Was hat er denn noch gemacht? Papst trifft sich mit Prinz Charles und Erzbischof von Canterbury. Nach dem Tod des Papstes gedachten die Menschen in Kent seinen historischen Besuch 82 in Canterbury. Johannes Paul II. War mit seinem sechstägigen Tour der erste Pontiff, der je das Vereinigte Königreich besuchte. Ich gehe mal zum vorigen Dia, denn ich habe was vergessen. Was macht er hier, der Papst, als er ankam in England? Er küsst den Boden. Und was heißt es, wenn ein Papst den Boden küsst? Das heißt, es ist meins. Das erste Mal, als er nach Südafrika kam, wollte er nicht nach Südafrika. Er hatte keine Wahl, sein Flugzeug hatte Probleme. Und er stieg aus und hat den Boden nicht geküsst. Erst nachdem die Umwechslung kam, dann kam er wieder und dann hat er den Boden geküsst. Interessant. Also er küsst den Boden, es ist seins. Und er trifft sich mit dem Erzbischof von Canterbury, der wem untertan ist, so nebenbei? Der Königin. Und er trifft sich mit einem strahlenden Prinzen, Prinz Charles. Am 29. Mai besuchte er die Kathedrale von Canterbury und betete zusammen mit Robert Runcie, dem damaligen Erzbischof von Canterbury. Die Straßen waren von 25.000 Menschen gesäumt und der Papst sagte der Versammlung, hört mal zu, er sagt, es ist ein Tag, auf den Jahrhunderte und Generationen gewartet haben. Das ist toll. Das ist toll. Jahrhunderte haben gewartet auf diesen Tag. Und was passiert dann? Der Papst und Dr. Runcie knieten im stillen Gebet am Märterplatz, dem Ort, wo der heilige Thomas Becket, wer war denn das? Das war ein Erzbischof von England. Und hier kommt der Papst und symbolisch kniend der jetzige Erzbischof von Canterbury, zu der Zeit war es Runcie, und der Papst knien an diesem Platz, wo Thomas Becket ermordet wurde. Meinen wir, das hat vielleicht eine irgendwelche wichtige Botschaft in sich, ja oder nein? Muss sein. Die tun nichts, was nicht wichtig ist. Also wann wurde er dann ermordet? 1170 wurde er ermordet. Und wer war König? Henry der Zweite. Diese Person sagt, es war ein sehr bewegender Moment, den Papst und den Erzbischof von Canterbury an genau der Stelle beten zu sehen, wo der berühmteste aller Erzbischöfe, Thomas Becket, so viele Jahrhunderte vorher gefallen war. Ich glaube nicht, er war der berühmteste. Ich werde euch nachher in einem anderen Vortrag von einem erzählen, wo ich denke, das war der berühmteste, nicht Becket. Aber nebenbei, Becket ist ermordet worden. Und hier ist das historische Bild, wo Thomas Becket von den Rittern Henrys ermordet wird. Wieso wird er denn ermordet? Was hat er denn gemacht? Warum wurde Erzbischof Thomas Becket ermordet? Und warum kniet der Papst gerade da mit dem jetzigen? Ganz nach Tradition der normannischen Könige war Henry II. Sehr darauf aus, Kirche und Staat gleicherweise zu dominieren. Dieser König von England hat es gewagt, um zu sagen, Kirche,
Du wirst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich sag dir, was du zu tun hast. Meint ihr, das könnte vielleicht ein Problemchen verursachen? Nur so ein klitzekleines, vielleicht. Am 30. Januar 1164 stellte der König in Clarendon Palast 16 Satzungen auf, um die kirchliche Einflussnahme aus Rom zu schwächen. Das ist eine Kriegserklärung. Und sofort hat Rom reagiert. Der neu ernannte Bischof von Canterbury weigerte sich. Er war ein Held. Er hat gesagt, nein, König, nicht du, nicht du. Mein Papst steht höher als du. Du wirst nicht hier sagen, wie es langläuft. Ich werde es sagen. Aber der König hatte Macht. Und Henry war hartnäckig und ließ den Thomas Becket zu sich kommen am 8. Oktober 1164 vor dem Königlichen Rat. Aber Becket läuft weg. Er entwickelt einen Hasenfuß. Und er rennt nach Frankreich unter dem Schutz des Königs von Frankreich, der sehr katholisch war und viel artiger als Henry. Also hier ist die erste Auflehnung in England gegen päpstliche Macht. Was passierte? Er war nach Frankreich geflohen und da war er unter Henrys Rivalen Louis den Siebten. Und dann 1170 erwog der Papst ganz Britannien zu exkommunikieren. Britannien, ihr seid exkommunikiert. Meine Güte, was heißt das? Das heißt, sie sind alle verloren. Denn das Heil kommt durch die katholische Kirche. Jetzt, wenn wir diese Menschen damals überlegen, wie sie sich da gefühlt haben, eine ganze Nation verloren. Die haben es mit der Angst zu tun bekommen. Und der König auch, der hat auch gezittert. Nur Henrys Einverständnis, Becket straffrei nach England zurückkehren zu lassen, verhinderte diesen Schlag. Also der König musste was? Kapitulieren. Hat er es gerne getan? Nein, er hat gemotzt. Er hat gemotzt. Er ist rumgelaufen in seinem Kämmerchen und hat gemeckert. Und gemeckert und gemeckert. Aber er hatte keine Wahl. Und er hat zu laut gemeckert. Geschichte ist sehr interessant. Er hat laut gemeckert und hat gesagt, wer wird mich erlösen von diesem erbärmlichen Mönch? Und wer hat ihn gehört? Seine Ritter haben ihn gehört und sie wollten ihm einen Gefallen tun. Und so haben sie ihn erlöst von diesem erbärmlichen Mönch. Oh Schreck, oh Schreck. Thomas Becket wurde 1170 von 4 königlichen Rittern ermordet, die Henry einen Gefallen tun wollen, nur 3 Jahre später, sofort, nur 3 Jahre, fast wie Johannes Paulus, wurde Becket kanonisiert und als Märtyrer gegen weltliche Eingriffe in Gottes Kirche verehrt. Thomas Becket war ein Held, wofür? Gegen Eingriffe in kirchlicher Macht. Es steht also für etwas. Hier ist ein Symbol. Also er war der Erste, der gesagt hat, ihr werdet. Und der Papst kommt und kniet mit Ranzi an diesem Platz. Und er küsst den Boden. Was sagt er symbolisch? Hilf mir hier. Hilf mir. Das ist keine Verschwörung, das ist einfach nur Beobachtung. Was passiert da? Was sieht er? Er sagt, Ranzi, du bist lieb und mir untertan. Und wir feiern diesen Erzbischof, der verhindern wollte, dass der Staat vorschreibt, dass der König mehr Macht hat als ich. Also wer hat die Macht? Nur nach dem Symbol, jetzt in der Hand, augenblicklich in England. Wer hat die Macht in der Hand? Symbolisch, das Papsttum, absolut. Aber komm, wir lassen die Geschichte weiter erzählen, denn da wird es noch interessanter. Oh, die Geschichte ist interessant. Also, dieser Papst war sehr imponiert mit Thomas Becket, wurde heilig gesprochen, wir brauchen nicht alles zu lesen, was hier stattfand. Das ist alles geschichtlich hier auf, es kommt alles aus geschichtlichen Quellen.
Endgültig kommt da ein Kompromiss. Ich weiß nicht, wie das Französisch ist. Ist es affranché oder sowas ähnliches? 1172 signalisierte die Versöhnung zwischen Henry II. Und England mit der katholischen Kirche nach der Ermordung von Thomas Becket. Also 2 Jahre später, sie haben den König untersucht. Hat er was damit zu tun gehabt? Er hat nicht. Er hat gemotzt und gemeckert. Also er hatte es Schuld, aber er hat nicht den Auftrag gegeben. Er hat nicht den Auftrag gegeben, wurde also freigesprochen, war aber nicht ohne Schuld. Henry wurde von jeder Schuld an Becketts Mord losgesprochen, stimmte aber zu, dass weltliche Gerichte keine Rechtsfügung über den Klerus hatten. Also der Klerus steht über alles. Und dann musste er natürlich auch Buße tun, weil er hatte ja eine Verantwortung. Der Mord hatte weitreichende Konsequenzen für England, aber unmittelbare Folge war, dass Henry II. Mit der Kirche Frieden schließen musste. 4 Jahre später, durch eine Beichte hat er das gemacht, bei der Canterbury-Kathedrale. Und was haben sie da gemacht? Mensch, die Geschichte ist interessant. Hier ist das historische Bild. Da ist der arme König. Hier sind 80 Mönche mit Peitschen. Und der König musste eine ganze Nacht verbringen am Grabe von Thomas Becket und er musste sich versohlen lassen von 80 Mönchen, die ihn mit Peitschen geschlagen haben. Frage, wer steht höher, der, der die Peitsche schwingt oder der, der sie empfängt? Ist das nicht eine gute Frage? Also, ganz eindeutig, der Papst nimmt die Nase des Henrys und schmiert sie in den Sand und sagt, so, jetzt habe ich dich öffentlich zurechtgewiesen und jetzt wirst du artig sein. Ich nehme an, dass die Engländer ziemlich sauer waren. Ich wäre sauer, wenn sie das mit meinem König gemacht hätten, aber jedenfalls, das ist eine interessante Geschichte. So, die ganze Nacht bleibt er da. Das ist das erste Ereignis, wo ein europäischer König in England sagt, Kirche, du hast mir nichts zu sagen. Okay, also Becket war ein Heiliger, wurde kanonisiert und so weiter. Und da ist es, das kommt direkt aus den Geschichtsbüchern. Gut, springen wir ein bisschen weiter zu dem nächsten König. Jetzt wird es noch spannender. Ach, das ist so toll. Er lebt 1167 bis 1216, war natürlich nicht gleich von der Geburt an König. Und wer ist das? Wir werden ja jetzt sehen, König John. König John der Erste. Und er hat eine Konzession über England und Irland und den Papst. Was ist denn hier passiert? Der nächste König wagt es. Was wagt er zu tun? Um sich einzumischen bei der Wahl der Erzbischöfe. So nebenbei gesagt, nur so Interessantheit, der jetzige Papst regt er sich auf, wenn China sich einmischt bei Bischofswahl in China. Regt er sich dann auf, ja oder nein? Weiß er sie zu Recht, ja oder nein? Ja, es ist also, hat sich nichts geändert über die Jahrhunderte, ob das jetzt 1100 und etwas war oder ob das 2009 ist, kein Unterschied. Das Verhalten bleibt das gleiche. Aber dieser König, John, der mischt sich wieder ein. So eine Frechheit. Der hat nicht gelernt. Will vielleicht auch verprügelt werden, nicht wahr? Mit der Wahl und Einsetzung von Stephen Langton als Erzbischof von Canterbury hatte König John nach den Worten von Pope Innocent III. Durch gottlose Verfolgung versucht, die gesamte englische Kirche zu versklaven. Ich nehme an, der hat das mitgekriegt, was da los war, und er war sauer und hat gesagt, nicht mit mir, nicht mit mir, weg mit dir. Und was machte der Papst? Sofort belegte er auf England mit einem Interdikt. Das ist so ein religiöser Streik und das hieß, die Kleriker, die Priester, durften keine Messe lesen, durften keine Beichte machen, durften nichts machen und das ganze Volk war wieder verloren. Aber der König blieb stur.
Bei keiner religiöser Dienste durften sie teilnehmen. Als das nicht griff, wurde der König selbst exkommuniziert. Jetzt wieder das Gedankengut der damaligen Zeit. Der Mann hat gezittert, jetzt war er auch verloren. Meine Güte. Diesen Druck hielt John nicht aus und er verfasste 1213 eine Konzession an den Papst, in der Hoffnung, das Interdikt und die Exkommunikation würden aufgehoben. Und was ist diese Konzession, die er macht? Johns Zugeständnis, dass Rom faktisch zum Lehnsherrn über England machte, bewirkte Wunder. Der zufriedene Papst befreite das englische Volk und seinen König wieder von dem Joch, das er ihm auferlegt hatte. Das ist direkt von Britannia.com, das ist Geschichte, Tatsache, nicht Verschwörung, Tatsache. Und was passiert? Was passiert? Da ist der König, da liegt die Krone, da ist sein Zepter, da ist der päpstliche Legat, die von König John an die päpstlichen Legaten abgetretene Krone 1213. Wem gehört die Krone jetzt? Sie gehört dem Papst. Und jetzt sagt der König, ich miete die Krone zurück. Und er nimmt den Zepter und er nimmt die Krone und er setzt sie sich auf den Kopf und sagt, ich miete sie zurück und ich zahle 1000 Mark Sterling pro Jahr, dass ich die Krone noch tragen darf. Jetzt, wer steht höher? Der, der mietet oder der, der vermietet? Hilf mir da auch bitte. Der, der vermietet. Gut, also das ist Geschichte. Die päpstliche Krone wird dem Papst überhändigt. Hier ist mittelalterliches Textbuch, Johns erste die Konzession. Und hier können wir genau lesen, was dieses Dekret war und wie das vor sich ging. Geschichte ist faszinierend. John aus Gottes Gnaden, König von England, Herr von Irland, Herzog von Normandie und Aquitaine, Graf von Anjou, gläubige Christen, bla 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 bla, Gruß, wir wünschen euch allen, durch diese unsere Urkunde von uns gesiegelt bekannt zu machen, dass insoweit als wir Gott und unsere Mutter die heilige Kirche in vielerlei Weise verletzt haben und infolgedessen bekannterweise sehr der göttlichen Gnade bedürfen, das war so mittelalterlich, so lang und so, naja. Und gar nichts bieten können, um Gott und die Kirche angemessen Genüge zu tun, gibt das ein ganzes Königreich her. Ja, und so geht er weiter. Und er redet und inspiriert durch die Gnade des Heiligen Geistes und Ratschluss und das und das. Gott und seinen Segen, heiliger Apostel Petrus, Paulus, heilige Römisch-Kathole und unserem Herrn Papst Innozenz und seinen katholischen Nachfolgern, schließt das vielleicht Benedikt ein? Okay, nur eine Frage. Das ganze Königreich England und das ganze Königreich Irland mit all ihren Rechten und Beibesitz zu übergeben. Schließt das jetzt Australien ein? Ja, absolut. Neuseeland? Südafrika? Die 50 oder mehr Commonwealth-Staaten, ja oder nein? Alle? Zu erlassen unserer eigenen Sünden und dem ganzen Geschlecht, sowohl die Lebenden als auch die Toten, wir empfangen und halten nun gleichsam als Vassal Gottes und der römischen Kirche. Was sind sie? Vassale, Diener. Im Beisein dieses weisen Mannes, bla 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 bla, Haushalts, Herrn Papstes und leisten und schwören Lehnpflicht dafür unserem besagten Herrn Papst Innozenz und seinen katholischen Nachfolgern und der römischen Kirche nach der angehängten Form und in der Gegenwart des Herrn Papstes, sollten wir in der Lage sein, vor ihm zu kommen, werden wir ihn als Lehnherrn huldigen. Wer ist der Chef? Der Papst. Wir binden unsere Nachfolger und unsere Erben, schrecklich, alle sind gebunden,
von unserer Ehefrau für immer gleicherweise der Lehnpflicht ohne Einsprüche nachzukommen und der römischen Kirche und dem zu huldigen, der zu jener Zeit der oberste Pontiff sein wird. Für immer. Geschichte. Nicht Verschwörung. Geschichte. Als ein Zeichen über dies und, wir brauchen ja nicht alles lesen, lesen wir nur, soll die römische Kirche jährlich 1000 Mark Sterling empfangen, 500 für dies, 500 für das und so weiter, da ist es auseinander. Und wir erhalten unseren Erben, unsere Rechte, Freiheiten, unsere Insignien, alles dies, wie oben geschrieben. So, sie bleiben König, sie halten ihren Insignien, ihren Siegel, ihren Zepter. Möchten wir für immer gültig und fest haben und wir binden uns selbst, uns, unsere Nachfolger, dem nicht entgegen zu handeln. Und wenn wir oder irgendeiner unserer Nachfolger sich zu vermessen sollte, es dennoch zu versuchen, wer immer es sei, so soll er sein Königsrecht verlieren. Es sei denn, es findet durch angemessene Warnung wieder zu seinem Königreich und zu seinen Sinnen. Und diese Urkunde unserer Verpflichtung und Konzession soll für immer feststehen. Also wenn Sie diesen Vertrag brechen, gehört die Krone absolut wem? Dem Papst. Jetzt, wo hat er diesen Schwur unterzeichnet? Geschichte, bitte, Geschichtsbücher. Ich selbst bezeuge dies im Templerritter, im Haus der Templerritter bei Dover. Also die Tempelritter, da hat er es bezeugt. Und wer waren die Tempelritter? Die Tempelritter war dieser Orden, der militärische Ritterorden des Papsttums, der nachher verbannt wurde, durch den König von Frankreich aufgehoben wurde und dann wieder erschien in einer anderen Form. Das werden wir ja sehen. Der ist nicht weg, der Tempelritterorden. In Gegenwart von Meistererzbischöfen, da sind sie alle. Und da hat er die Krone hingelegt und diesen Schwur gemacht. Und dann hatte er Probleme. Denn England hat gestöhnt finanziell. Gestöhnt. Und 1000 Mark Gold Sterling war viel Geld. Und endgültig musste er so viel Geld herholen, dass die ganzen Legenden entstanden sind von, ihr kennt sie ja alle, ne? Die Legenden von den Räubern, die das Geld von den Reichen nahmen und den Armen gaben und so weiter und so weiter und so fort. Naja, alles Geschichte. Ob das alles da reinpasst, weiß man nicht. Also bei den Tempelrittern unterschreibt er das. Und nach einer kurzen Weile, 1215, das ist nicht sehr lange danach, 2 Jahre haben sie es ausgehalten. Da haben die Fürsten in England gesagt, König, wenn du so weitermachst, schmeißen wir dich raus. Wir können das nicht zahlen. Hier, du unterschreibst die Magna Carta, wir zahlen nichts mehr. Und die Macht wird mehr verteilt auf die Fürsten. Wir machen nicht mit diesem Zinnober. Und der König ist unter Druck und da sind seine Fürsten ringsrum und er unterschreibt die Magna Carta 1215. Wow. Und somit zerbricht er sein Gelübde am Papst. Der Papst hat sich schrecklich aufgeregt. Die Strafe für die Übertretung der Vereinbarung war der Verlust der Krone, richtig oder nicht? An den Papst und seine römische Kirche, das steht dort ganz klar. Und die Krone formal und legal von Englands königlichen Monarch zu übernehmen, annullierte Papst Innozenz III. Am 24. August 1215 die Magna Carta, sagt ungültig, und belegte noch im selben Jahr das gesamte britische Reich mit einem Interdikt, einem Verbot, und seit dann bis heute gehört die englische Monarchie samt britischer Krone dem Papst. Das geschah alles vor der Reformation. Sehr spannend. Hier ist das berühmte Bild. König John unterzeichnet die Magna Carta.
Und der Papst annulliert all die Punkte in der Magna Carta und heute bestehen nur noch drei. Die drei Originalklauseln der Magna Carta sind noch immer Gesetz. Eine verteidigt die Freiheit und das Recht der englischen Kirche. Das gilt noch. Eine bestätigt die Freiheit und Gebrauch Londons und anderer Städte. London ist ein freier Staat in einem Staat. Sehr wichtig. London ist nicht wie andere Städte, es ist ein freier Staat in England. Und das Dritte ist das Berühmteste, so sagen sie, kein freier Mann darf festgenommen werden, eingesperrt werden und formt die Basis von the Bill of Rights. Also nur die drei Punkte bleiben übrig und der Rest ist alles durch den Papst annulliert. Das ist Barclays Dictionary. Also hier haben wir die Templer, den Templerorden. Und so sahen die Templer aus. Dann haben sie als Symbol das Kreuz und die Krone in einem zusammengefügt. Wem gehört beides? Wer hat die Krone? Die Templer haben die Krone. Das ist die Templerkrone. Dieses Gelübde ist gemacht im Hause der Templer. Und das war das Kleid der Templer. So sahen sie aus. Schaut euch das gut an. Da ist das Templerkreuz. Und die Templer sind dann endgültig verschwunden, verbannt worden, aber sind in einer neuen Organisation wieder hervorgetreten. Und die älteste Form, die die gleichen Kleider trägt, sind die Ritter von Malta. Und nach den Rittern von Malta gab es noch eine Organisation in der katholischen Kirche, die noch einen ganz besonderen Zweck hatte, nämlich um die Reformation, die auch noch dazwischen reinkam, zu vernichten. Und das waren die wer? Die Jesuiten. Und das ist auch ein militärischer Orden, denn das Oberhaupt der Jesuiten ist ein General. Wir sind nur bei Geschichte, nur bei Geschichte. Gut, ich möchte haben, ihr müsst das euch gut ansehen. So sieht ein Ritter von den Templerorden aus. Jetzt gehen wir zum katholischen Encyclopedia. Das ist eine sehr gute Quelle diesbezüglich. Besser können wir gar nicht erwarten. Und da sehen wir die Kleidung der Templer. Aber was lesen wir? Die wichtigste aller Militärorden, sowohl hinsichtlich Verbreitungsgebiet als auch Alter, existiert angeblich schon vor den Kreuzzügen und ist bis heute anzutreffen, nämlich wer? Malteserritter. Bitte. Die Kleidung, die Sie hier zeigen in Ihrem Enzyklopädie, ist das die gleiche, die die Templer trugen, ja oder nein? Ist hundertprozentig das Gleiche. Und im Englischen sagt man, if it looks like a duck and it walks like a duck and it quacks like a duck, then it's a duck. Wenn es aussieht wie eine Ente und läuft wie eine Ente und quackt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Also hier haben wir wahrscheinlich eine Ente, nämlich einen Templer. Und dieser Templerorden ist weltweit und wird heute von England aus regiert. Ist wem untertan? Total. Und gehört wem? Dem Papsttum, natürlich. Jetzt, Königin von England, was für ein Kleidchen trägst du an bei bestimmten Zeremonien? Ups, sehr interessant. Das ist der Orden von St. John's, ein Malteser Orden, der angeblich Protestant ist, was natürlich unmöglich ist, denn die Malteser sind was? Ein päpstlicher Orden. Also das ist nur für die Außenwelt, dass das Protestant ist in diesem Falle, weil die Königin muss ja Protestant sein. Aber eigentlich ist sie was? Sie ist ein katholischer Ritter. Sie ist untergeordnet dem Papst. Sonst könnte sie nicht einen Ritterkleid der Templer oder der Malteser tragen. Also hier haben wir die Königin mit dem Ambulanz des heiligen Johannes. Und was haben sie da für ein
Emblem, das maltesische Kreuz. Hier ist auch ihr Emblem, das sind Malteser. Also im Geheim sind sie wem unterstellt? Dem Papst. Aber natürlich, inzwischen war da eine Reformation und da waren protestantische Könige, die das Papsttum total abgelehnt haben und da war ein interner Krieg und der Papst kam und küsst den Boden und gibt damit zur Kunde, dass dieser Krieg endgültig total gewonnen ist. Durch wen? Durch den Papst. Gehen wir weiter. Das sind die Malteser Ritter. Hier ist der vorige Großmeister der Malteser, Papst Benedikt, begrüßt den Großmeister des Malteserorden, Prince Andrew Willoughby Ninian Bertie, im Vatikan. Und wer ist wem unterordnet nach diesem Bild hier? Der Großmeister ist dem Papst unterordnet. Der Großmeister ist letztes Jahr gestorben, 2008, und sofort ersetzt hier, 11. April 2008, der kürzlich gewählte Großmeister des Malteserordens, seine Hoheit und Eminenz, Freier Matthew Festing, wurde heute Morgen von seiner Heiligkeit Papst Benedikt den 16. im Vatikan zu einer Privataudienz empfangen. Und was ist das? Britannien. Er kommt von Britannien. Sie müssen immer königlich sein. Sie müssen Königskinder sein. Und Königskinder sind was? Die nennt man Prinzen. Also da sind mehr wie ein Prinz. Jetzt sind wir schon bei Prinzen. Vielleicht wird es noch deutlicher. Gut, ein Malteser. Jetzt gibt es noch einen interessanten Orden, the Order of the Garter, der Hosenbandorden. Das ist ein interessanter Name in Deutsch, Hosenbandorden. Im Englischen ist es an Order of the Garter. Und im Englischen ein Garter ist etwas, was eine Dame um ihren Strumpf trägt, unter ihrem Kleid. Und es ist so eine, naja, so eine Tradition, dass wenn eine Hochzeit stattfindet im englischen Rahmen, dann am Ende der Feierlichkeiten steigt die Braut auf einen Tisch und der Mann, er darf das ja jetzt, tut die Hand unter den Rock und holt diesen Strumpfhalter, diesen Garterhalter runter und dann schmeißt er es in die Luft und die unverheirateten Männer dürfen sich drum streiten. Und wer ihn fängt, naja, der ist der Nächste, der heiratet. Und der Blumenstrauß, der wird geschmissen zu wem? Zu den Damen. Bumm, da passiert das Gleiche. Aber der Garter ist ein etwas, was in der Privatsphäre, was zwischen Mann und Frau ist. Das ist schon wichtig. Da ist ein Verhältnis, und zwar ein Eheverhältnis. Seid ihr mit mir hier? Also hier haben wir einen Hosenbandorden und das Oberhaupt des Hosenbandordens ist die Königin von England. Und hier ist sie in ihrer vollen Regalia, Oberhaupt der Hosenbandsorden von 1348 ist die Königin. Ist das vor oder nach der Reformation? Vor der Reformation. Ist das nach all diesem Zinnober mit der Krone oder all diesen Dingen? Ja. So nach diesem Zinnober durfte der König und die Königin weiterhin König bleiben. Das ist eine Allianz zwischen dem Papst und den Engländern. Aber die Krone gehört ihr nicht. Wem gehört die Krone? Dem Papst. Und wenn gehandelt wird im Namen der Krone, wird gehandelt im Namen wessen? Rein geschichtlich. Im Namen des Papstes. Und zwar den Templern, wo die Königin auch eine Templerritterin ist. Mit anderen Worten, sie ist ein Diener und nicht ein Herrscher in diesem Sinn. Hier sind sie alle beisammen
Und das ist natürlich sehr interessant, denn einige behaupten, das ist das innere Gremium, das die Welt regiert. Der Orden von 300, Bilderberger gehören dazu und so weiter und so fort. Das ist das Gremium von Prinzen, das hier sagt, was Sache ist in der Welt. Und wenn wir die Liste da uns anschauen, dann ist es eine ganz interessante Liste. Und ich habe die Hand geschüttelt von einem. Er flog sogar nach Südafrika, um mein Forschungsprojekt zu untersuchen. Er ist Lord Sainsbury. Er ist das Oberhaupt von der Royal Society London, die sich bemüht mit Wissenschaft. So, ich war ein Royal Society Grantholder und hatte die Ehre, auch mit ihm beim britischen Konsulat zu essen. Naja, nicht mich unterschätzen, bitte. Sieh da, da ist auch Lady Thatcher, die ist auch Mitglied hiervon. Und dann haben wir in der ersten Reihe den Herzog von Grafton, König von Spanien, Königin von Dänemark, Herzog von Gloucester, königliche Prinzessin, Herzog von Edinburgh, Königin Elisabeth von Großbritannien, Prinz von Wales, Herzog von Kent, Großherzog von Luxemburg, Königin der Niederlande, König von Norwegen. Hallo, ist das eine britische Gesellschaft oder eine weltweite Gesellschaft? Das ist eine weltweite Gesellschaft und sie haben alle den gleichen Superman-Anzug an. Sehen alle sehr formell aus. Das ist eine Unmenge Geld, die da an Seide verschwendet wird, so nebenbei. Das bringt uns jetzt zu Prinz Charles. Ich sage euch, dieser Vortrag wird sehr lang. Aber Geschichte, es geht eben bis 1100 zurück. Das ist viel Geschichte, die wir hier einholen müssen. Ein paar hundert Jahre. Prinz Charles wurde 1948 als Charles Philip Arthur George Mountbatten in Windsor geboren. Und er ist der Prinz von Wales. Das ist jetzt ganz besonders. Er ist Prinz von Wales und das Wappen von Wales ist entfernt von der königlichen Herrschaft. Mit anderen Worten, er hat seinen eigenen Sitz. Er allein hat seinen eigenen Sitz. So eigentlich braucht er die Krone nicht, denn er hat schon seinen eigenen Sitz. Aber diese Krone, die er trägt als Prinz von Wales, gehört auch ihm nicht. Wem gehört sie? Geschichtlich gehört sie dem Papst. Und er ist natürlich auch ein Ritter des Hosenbandordens, muss ja auch sein. Er hat eine Ehe mit einem anderen. Er ist Großmeister und Hauptritter Großkreuz im ehrenswerten Orden vom Bade. Das sind solche tollen Namen, ne? Ich genieße diese Namen. Order of the Bath. Was ist ein Bath? Was ist ein Bad? Das ist ein Platz, wo man sich wäscht. Jetzt, dieser Prinz, Prinz von Wales, ist der Großmeister des Ordens vom Bade. Die Königin ist die höchste im Orden der Hosen, was auch immer, Gürtelträgern in Deutsch. Aber was ist dieses Bad-Ding hier? Jetzt gehen wir mal zurück, wo dieser Prinz gekrönt wird. Und das ist auch Geschichte. Queen 1969 bei seiner Einsetzung als Prinz von Wales. Hier wird er gekrönt als Prinz von Wales. Und das sind die Worte. Königin Elisabeth II. Sagt zu ihm, derweil sie ihm krönt, das ist Geschichte, dieser Drache gibt dir deine Macht, deinen Thron und deine Autorität. Wow. Das hört sich sehr bekannt an. Wo kommt denn das her? Es steht irgendwo in der Bibel geschrieben, richtig? Das ist doch keine Verschwörung hier, das ist eine Tatsache. Dieser Drache gibt dir deine Macht, deinen Thron und deine Autorität. Er antwortete ihr, ich bin nun dein Lehensmann und deiner irdischen Anbetung würdig. Sie sind also erhoben, sie sind wie Götter. Was für ein Bild wird ihm gemacht da in Südamerika? Ein Götterbild. Sie sind eigentlich
wie Götter, anbetungswürdig. Lehnsmann ist ein altes Wort für Herr. Ich bin nun dein Herr und würdig deiner irdischen Anbetung. Er hat also einen Thron und er hat einen Sitz, aber er hat einen verliehenen Sitz. Jetzt wäre es das denn hier. Das ist das Vatikanswappen. Und was ist hier auf dem Vatikanswappen? Der Drache ist auf dem Vatikanswappen. Okay. Was ist in deinem Namen? Jetzt wird es auch noch spannend. Genießt ihr Geschichte so nebenbei, oder ist Geschichte langweilig? Ist doch recht interessant, ne? Ich denke auch, ja. Also komm, wir gehen mal in Nomen est omen. Ist das richtig so übersetzt? Ich denke, was heißt das? Was steckt in einem Namen? Wie heißt dieser Prinz? Er heißt Charles. Wenn er einmal König wird, wird er Karl der Dritte sein. Es gab also noch zwei Kerlchen. Ach, ich meine, Charles ist vor ihm. Und jetzt wollen wir mal geschichtlich zurückgehen. 1625 bis 1649 war der Erste. Wisst ihr was? Jedes Wort auf die Goldwaage, bitte. Alles ist wichtig. Sogar wo der Papst kniet und mit wem er kniet, ist wichtig. Also nach oder vor Reformation? Nach der Reformation. Meint ihr, das Papsttum ist sehr irritiert mit was in England vor sich geht, ja oder nein? Absolut wütend, denn die Reformation hat ihm seine Macht entzogen. Also er arbeitet mit den Königen. Einige Könige haben ihn abgelehnt, einige aus zweifelhaften Gründen, so wie Henry der Achte. Der wollte eben eine andere Braut haben und der Papst hat Nein gesagt und sagte, naja, dann mache ich meine eigene Kirche. Aber das war alles Hilfe für die Reformation. Die Reformation ging in den Hintergrund weiter. Und endgültig hat das Parlament sogar übernommen in England und die Puritisten haben regiert und es war Protestanz, super Protestanz. Aber nicht Protestanz genug für die Schotten. Die Schotten haben gesagt, puh, wir wollen noch mehr Protestant sein. Wir wollen keinen König als Oberhaupt, wir wollen Jesus Christus allein als Oberhaupt. So, hier war ein Konflikt auf dieser Insel, sondergleichen. Und der erste König, der Charles hieß, Charles von England, regierte in dieser Zeit Protestant, sehr Protestant. Und Charles focht einen berühmten Machtkampf gegen das englische Parlament aus. Er war nämlich im Geheim geneigt, der katholischen Kirche eher zu unterstützen. Er war ein Streiter für das gottgegebene Königrecht und viele Untertanen in England fürchteten, er wolle absolute Macht erlangen. So, er wollte wieder übernehmen. Charles' Regierungszeit war von religiösen Konflikten gekennzeichnet. Er heiratete die katholische Prinzessin Henrietta Maria. Puh, haben sich die Protestanten aufgeregt. Nachher haben sie ein Gesetz gemacht, kein König in England darf je mit einer Katholikin heiraten. Fertig. Von Frankreich trotz der Einwände von Parlament und Öffentlichkeit. Er umgab sich außerdem mit umstrittenen religiösen Personen wie den Kirchenmännern Richard Montague und William Laud. Charles hat den zum Erzbischof von Canterbury ernannt. Die waren sehr katholisch geneigt. Viele von Charles' Untergebenen sahen darin eine zu große Annäherung der Kirche von England an den römischen Katholizismus. Das ist rein Geschichte wieder. Dann hat er versucht mit Schottland und so weiter und dann kamen die Kriege und. Und das ging ihm ganz dreckig. Und endlich kam der erste Bürgerkrieg und dann kam noch ein zweiter Bürgerkrieg. Wir brauchen ja nicht die ganze Geschichte lesen. Und er wurde sogar vor Gericht gestellt, überführt und wegen Hochverrats hingerichtet wurde. Eine Tragödie. Also hier war einer, er hieß Charles. Was hat er versucht zu machen? Den Katholizismus wieder zu befördern. Er hat es nicht geschafft. Die Monarchie wurde abgeschafft und eine Republik ausgerufen und das sogenannte Commonwealth, haben wir das heute noch? Ja. Von England, auch Cromwell Interregnum genannt, Charles' Sohn Charles II., wurde nach der Wiederherstellung der Monarchie 1660
der nächste König. Also haben wir einen zweiten Charles. War der besser als der erste? Die Antwort, nein. Ja, was für einen Mantel trägst du denn, Charlie? Charles II. In den Gewändern des Hosenbandordens. 1660 bis 1685. Charles versuchte 1672 mit seiner königlichen Nachsicht zu erklären, Religionsfreiheit für katholische und protestantische Abweicher zu erreichen. Das war eine Schikane, um den Katholizismus wieder herbeizubringen. Das englische Parlament zwang ihn zum Rückzug. 1679 lösten Titus Oates Enthüllung einer angeblichen Papistenverschwörung und so weiter und so fort. Endgültig hat er die Sache ruhen lassen, aber auf seinem Sterbebett wird er katholisch. So, der Erste sagt, ich will den Katholizismus unterstützen, weg mit dem. Der Zweite versucht, hört auf und wird katholisch. Ich wundere, was der Dritte machen wird. Das ist ja interessant, der Name Charles. Wieso ist da jetzt ein dritter Charles, der kommt? Nur so ein Gedanke. Naja, wir brauchen das alles nicht lesen. Da könnt ihr selbst lesen, the Pope is plot, was da alles passiert ist und so weiter. Hier ist das Wappen von Prinz Charles. Das Wappen repräsentiert, das nach Cowan, der glaubt, das ist der Antichrist, das ist natürlich nicht richtig, aber er sagt, das Wappen repräsentiert die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Die Tiere symbolisieren Frankreich, der Leoparde. Was für ein Land ist das? Deutschland, der Bär, England, der Löwe. Und diese Nationen waren der westliche Arm des Heilig-Römischen Reiches. Liest man das Motto und Symbole von rechts nach links, ergibt sich als mögliche Botschaft, ich, der schwarze Prinz, diene dem roten Drachen. Naja, das ist möglich. Hier ist sein Wappen. In welcher Sprache steht denn das da unten angeschrieben? Ich dien. Ich dien. Kennt ihr die Sprache? Das ist England. Und da steht ich dien. Und das ist stellvertretend für ganz Europa. Mehr. Auch die ganze Welt, die beeinflusst wird durch dieses Königreich. Das heißt, alle Nationen, die England zugehörig waren, sind nach Gesetz und Geschichte eigentlich dem Papst angehörig. Jetzt haben wir ein Problemchen. Die USA, Amerika, war das ursprünglich ein englischer Besitz, ja oder nein? Und nach Recht und nach Gesetz und nach Geschichte gehört das ganze Land dann wem? Dem Papst. Ja, wie haben sie denn das gemacht? Nur so Interessantheit. Gut, ich dien. Kann es sein, ich dien dem roten Drachen? Naja, komm, hier ist die Flagge von Wallis aus dem Jahr 1953 und sie zeigt den roten Drachen vor grün-weißem Hintergrund mit dem Motto, kann selbst ich nicht aussprechen, das ist irgendwie altenglisch oder was auch immer. Was das auch heißt. Das heißt, der rote Drache führt an. Er gibt den Fingerzeig oder anders gesehen. Die Königin im März 1953 gibt dieses Wappen auch mit dem roten Drachen und da steht dieses, was es auch immer heißt. Und sie sagen hier, der rote Drache inspiriert zur Tat. Also ich diene dem roten Drachen und die Bibel sagt, der Drache gibt wem seinen Sitz, seine Autorität? Rom, dem Papsttum. Und das Symbol von Rom ist der Drache. Also passt es historisch, dass diese Prinzen dem Drachen und dem Papsttum dienen, ja oder nein? Absolut, absolut. Die britischen Prinzen Charles links und Andrew rechts, der ist auch schon Mitglied dieses Ordens, von dem Hosenträgerorden und der britische Prinz William bei der Prozession des Hosenbandordens im englischen Windsor, die ganze Macht beieinander.
Er wurde 1348 gegründet, das haben wir ja schon alles durchstudiert und so weiter. Komm, wir gehen mal kurz zu dem Orden des Bades. Das Wort hat ein Bad mit einem Orden zu tun. Das ging wieder um das Geistliche. Wenn ein König geistlich engagiert war, dann nahm er ein rituales Reinigungsbad. Er setzte sich in ein Bad und ließ seine Sünden von sich waschen, damit er besser dienen konnte. Jetzt, wem hat er denn gedient? Dem Papst. So, dieser Orden ist ein geistlicher Rittersorden von einem inneren Gremium, das in besonderer geistlicher Weise auch dem Papsttum unterstellt ist. Gut, also Großkreuzer und Damen sind da drin, das sind 295 Ritter in diesem Orden und er, dieser Prinz Charles, ist der Großmeister. Der Ordenstitel stammt aus dem späten Mittelalter, also rein katholisch, und bezieht sich auf die rituelle von der Taufe inspirierte Waschung als Symbol spiritueller Reinigung, die zur Vorbereitung eines Ritters auf seine Erhebung in den Ritterstand gehörte. Und dann war er das Schwert des Papsttums in den Ritterkreuzzügen und so weiter und so weiter. Und hier haben wir den Badeanzug, wenn ich das so lustig nennen darf. Ja, ein ganz formeller Badeanzug. Und er ist der Großmeister und hier ist die Queen in ihrem Badegewand. Und naja, sind da andere, die auch Mitglied sind von diesem Orden? Oh, hoppla, wer ist denn das? Das ist der ehemalige Präsident Ronald Reagan, 1989 Großkreuzritter des Badordens. Jetzt entschuldige bitte. Amerika hat angeblich überhaupt gar nichts mit Großbritannien eigentlich zu tun, nicht wahr? Aber das Königshaus hat einen Großmeister im Badorden und ein Präsident wird hier verehrt im Badorden. Was hat dieser Präsident denn getan für das Papsttum? Hilf mir, geschichtlich. Er ist der Erste, der was gemacht hat? Diplomatische Beziehungen und die Verfassung hat er vergewaltigt von Amerika. Denn das ist gegen die Verfassung. Also das war ein Ritterschachzug. Und dazu wird er verehrt als Ritter. Und wer ist sein Großmeister dann gewesen? Prinz Charles war der Großmeister. Aber nicht nur er, sondern George Bush Senior wird auch zum Ritter geschlagen, im gleichen Orden. Jetzt sehr interessant. Habt ihr noch ein bisschen Puste? Kann ich noch weitermachen? Denn der Vortrag ist leider, ich kann noch weitermachen. Gut. Royal Presidents. Davidic Covenant fulfilled in the United States. In Psalm 89 singt uns ein Sohn Serachs den Davidischen Bund. Dieser Bund beinhaltet, dass auf ewig ein Nachkomme Davids auf Israels Thron sitzen sollte. Ich habe doch einen ganzen Vortrag gehalten über das Erbe Israels. Waren diese Völker dann nicht alle Teil dieses Erbens? Und dann muss ein Königssohn sitzen auf all diesen Thronen. Das wird ja jetzt ganz interessant, aber bitte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt, ich glaube natürlich nicht an diesen theologischen Auseinandersetzung. Da haben wir den ganzen Vortrag drüber gehalten. Israel Vision, wir brauchen es nicht wieder besprechen. Aber der Gedanke ist, dass diese Könige und die Nachkommen der Könige für ewig regieren werden. Und wenn der Messias einmal kommt, naja, dann sind sie im Spiel. Das ist die Howland Family Chart. Das habe ich fotografiert bei den Mormonen. Die sind sehr bekannt dafür, dass die Genealogie der ganzen Welt im Griff haben. Und als ich da war
war George Bush Jr. gerade Präsident geworden. Und so hatten sie auf der einen Wand seine Genealogie da auseinandergelegt. Und da ist sie und wo sie alle herkommen und wer mit ihm verwandt ist. Und das kommt alles von der Howland-Familie, das ist eine Familie. Und das kann ja nicht wahr sein. Wer ist denn hier alles Mitglied dieser Familie? Joseph Earl, Joseph Smith, das ist der Gründer der Mormonenbewegung. Und die Mormonen haben die gleichen Armdrücke, die gleichen Geheimnisse wie die Freimaurer und. Naja, so nebenbei Emma Hale, seine Frau. Ach, nein, das kann doch nicht wahr sein. Winston Churchill, das ist der Premier von England gewesen, der ist von der gleichen Familie. Und dann Präsident Roosevelt ist von der gleichen Familie und Richard Nixon ist von der gleichen Familie und Gerald Ford ist von der gleichen Familie und George Bush Senior und George Bush Junior sind alle von der gleichen Familie. Das ist ein mega Zufall. Die sind also alle verwandt. Sind sie vielleicht Prinzen? Ist es möglich? Ist es möglich? Hier sind die Werke von Burke's Peerage und Baronetage und Burke's Landed Gentry. Das sind die offiziellen Genealogieschriften in der Welt, die aufzeichnen, wer gehört zu königlichen Familien. Das ist nicht irgendwo ein Blatt, wo einer denkt, der kann hier rumspielen. Das ist offiziell. Und was sagen diese Leute? Die studieren die Genealogie und Stammbäume von wichtigen Persönlichkeiten und Aristokraten, Bibel so genannt. Das ist die Bibel der Aristokratie der Welt. Und da steht geschrieben, Bush ist mit jedem europäischen Monarchen, ob auf dem Thron oder nicht, eng verwandt. Heißt das, die anderen Präsidenten sind dann auch verwandt, ja oder nein? Natürlich, sie kommen aus der gleichen Familie. Al Gore. Stammbaum geht auf Karl den Großen zurück. Drei Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Edward den Ersten von England zurück. Ist Al Gore dann auch ein Prinz, ja oder nein? Ein buchstäblicher Prinz, ja oder nein? Absolut. Bill Clinton kam in die Welt als William Jefferson Blythe, nahm als Teenager jedoch den Namen seines Stiefvaters an. Clintons Vorfahren, mütterlicherseits, können bis zu König Henry III. Zurückverfolgt werden, der England von 1227 bis 1272 regierte. Er ist ein Nachkomme des französischen Königs Robert I. Ist er Prinz Bill Clinton, ja oder nein? Absolut. Ja, wie weit geht denn das? Europäischem Adel verwandte Präsidenten. Und mit wem fängt das an? Das fängt an mit George Washington. Faszinierend. George Washington war der erste Präsident, der den Eckstein legte vom Kapitolgebäude. Und wie hat er den gelegt? Freimaurerisch, mit Freimaureranzug, eine Geheimorganisation. Jetzt, das ist nicht Verschwörung, sondern rein Geschichte. Und auf diesem Stein sind die Freimaurer-Merkmale. Und seit diesem Präsidenten, merkwürdigerweise, war jeder Präsident königlicher Abstammung. Und hier sind die Verwandtschaften. George Washington, Nachkommen Edwards III. Von England, Thomas Jefferson, Edward III., James Madison, Edward I., John Quincy, Edward III., William Heinrich Harrison und so gehen wir durch, William Taft, Nachkommen von Edward I., Waring Harding, Edeltraud von England, Calvin Coolidge, Hoover, Roosevelt, Ford, Bush. Was von den Modernen? Wie steht's denn da? Was, wenn dieser Mann Präsident geworden wäre? Er hatte ja eine Chance. Sein Name war McCain. Burke's Peerage London. Jede Präsidentenwahl in Amerika seit George Washington im Jahre 1789 bis zu Bill Clinton
ist von den Kandidaten mit den meisten britischen oder französischen königlichen Genen gewonnen worden. So nebenbei, das englische Königshaus hat das deutsche Blut in sich, ja oder nein? Absolut, Königin Victoria ist verwandt an alle anderen Könige in dem ganzen Europa und auf ihrem Sterbebett konnte sie nur Deutsch reden, weil sie war Deutsche. Von den 42 Präsidenten bis Clinton waren 33 mit zwei Personen an der Wand. Alfred der Große, König von England, und Karl der Große. Und so geht es weiter. Die Kontinente sind immer von denselben britischen und europäischen Königsfamilien besessen und regiert worden und denen Geschichtsbücher schreiben, sie seien in den sogenannten Unabhängigkeitskriegen besiegt worden. Gab es überhaupt so eine Unabhängigkeit? Telegraph, CO, UK. Jetzt, McCain und Obama haben gleichen königlichen Stammbaum. Bitte, ist doch ein schwarzer Präsident. Der hat einen königlichen europäischen Stammbaum? Ja, von Mutters Seite. 14. Januar 2008, John McCain, der republikanische Präsidentsanwärter, und Barack Obama, sein demokratischer Rivale, stammen angeblich beide vom selben schottischen König ab, Nachforschung eines amerikanischen Genealogen. Naja, interessant. Noch eins. Obama kann auf mindestens zwei königliche Vorfahren verweisen, Wilhelm I., dem Löwe, König von Schottland, und Heinrich II. Von England. Er ist mit mindestens sechs US-Präsidenten verwandt. Jimmy Carter ist sein vierter Cousin, Harry Truman, siebter Cousin, zweiten Grades, zwei George Bushes, zehnter Cousin, Woodrow Wilson, James Madison. Und er hat gesagt, und ihr könnt es euch ansehen, wenn ihr es wollt, ihr könnt seine Speech anhören, wo er sie gegeben hat. Geht mal nach YouTube und sucht Obama und sucht Cousin von Dick Cheney. Und da werdet ihr sehen, er ist der Cousin von Dick Cheney. Und er hat selber gesagt, mein Cousin im Weißen Haus. Hat er gesagt. Könnt ihr euch selber anhören, ich habe es gehört. Catholic News Service. Katholische Kirche. Vatikanstadt. Papst gratuliert Obama. Papst Benedikt hat Barack Obama nach seinem Wahlsieg am 5. November eine persönliche Botschaft gesandt, in der er ihm gratuliert und Obama sowie das Volk der Vereinigten Staaten in seine Gebete einschließt. Jesuitenpater Federico Lombardi, Sprecher des Vatikans. Ja, faszinierend. Geschichte ist mehr interessant als Verschwörung. Sagte, weil die Botschaft an Obama persönlich gerichtet sei, wolle der Vatikan den vollen Wortlaut nicht veröffentlichen. Er versicherte ihm seiner Gebete, Gott möge ihm seiner großen Verantwortung für sein Land und die internationale Gemeinschaft helfen, sagte Pater Lombardi. Faszinierend. Der Papst betete außerdem, dass Gottes Segen ihn durch und das amerikanische Volk erhält, sodass sie mit allen Menschen guten Willens eine Welt des Friedens, der Solidarität und Gerechtigkeit bauen könnten, sagte der Sprecher. Der erste amerikanische Präsident, der offiziell vom Papst gesegnet wird. Faszinierend, ne? Faszinierend. Ich liebe Geschichte. Ich liebe Geschichte. Der höchst ehrenswerte Orden des Bades. Wir brauchen ja nicht wieder alles durchstudieren. Und welche Amerikaner sind in letzter Zeit von Großbritannien geehrt worden? Jetzt ist das Großbritannien oder ist es die Krone, die sie ehrt? Es ist die Krone. Und wem gehört die Krone? Die Krone gehört den Templern. Und wem gehören die Templern? Die Templer gehören dem Papst. Der Bürgermeister von New York, der ist verehrt worden. Steven Spielberg, er ist Ehrenritterkommandeur. Was machen denn diese Filmmagnaten für den Papst, dass sie so geehrt werden? Die ehemaligen Präsidenten George Bush, Ronald Reagan, die Generäle Norman Schwarzkopf und Colin Powell. Meine Güte, das ist ja spannend. Kaspar Weinberger. Ach, das ist ja faszinierend.
Naja, so wie die New Yorker Polizeidirektor Bernard Kerik, New Yorker Feuerwehrdirektor Thomas von Essen, die sind alle Mitglied dieses Ordens. Jetzt bevor wir zu dem Kronentempel gehen, unter der Herrschaft des Geheimnisses Babylons, denke ich, machen wir jetzt eine Pause und kommen wir zurück zu der nächsten Episode nach einer Verschnaufung. Danke.